Hi, it's us again, Shovelware Queens. So, we found this old game. We vaguely remember buying it in the 90s. It sucked. I'm not even sure how we got it, but I remember a joke we made about we coming down from space on an asteroid. What the fuck? Warum ist das so laut? Okay. Alter Vater. Warum ist das denn jetzt was anderes? Es ist immer noch scheiße laut. Hallo! Herzlich willkommen zu diesem Schrottwichtel-Adventsvideo. Ja. Ich habe mir eigentlich voll die schöne Einleitung ausgedacht, aber das ist jetzt auch wieder komplett machtlos, einfach weil dieses Spiel so unfassbar toll ist. Ich muss das in der Bildschirmaufnahme aufnehmen und ich kann auch aus dem Spiel nicht wirklich mich mehrmals raustappen, weil sonst stürzt es ab. Das ist nämlich gerade auch schon zweimal passiert. Mir ist das Spiel bis auch abgestürzt. Da war ich auch jedes Mal aufs Neue verwundert, was zum Teufel diese Anfangsmessage da bedeuten sollte von den beiden Entwicklerinnen oder von Fans oder was auch immer das war. Ich habe denen auch ehrlich gesagt einfach nicht zugehört, weil es mich einfach nicht interessiert. Jedenfalls. Adventsvideo, Schrottwichteln. Ich habe dieses wunderschöne Spiel von Rico bekommen und es ist der zweite Advent. Ein wunderschönes Datum, wenn ihr mich fragt. Für mich wird es wahrscheinlich zur absoluten Hölle. Ich nehme das tatsächlich gerade in der Nacht zum zweiten Advent auf. Also es ist tatsächlich schon der zweite Advent und warum auch immer man im Hauptmenü Z drücken muss. Ich tue es jetzt einfach mal. Ich hoffe, von den Soundeinstellungen stimmt alles her. Gott, ist das scheiße hier. Auch wenn es jetzt leise ist, tut mir leid. Angst, es lauter zu machen, tatsächlich. Was zur Hölle? Was ist denn das? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Hat irgendwas. Ich weiß auch nicht so viel über das Spiel. So irgendwas mit einer Bibel zu tun, habe ich gelesen. Ist halt irgendwas aus der Bibel? Ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich. Hallo, Sister Tabitha. So siehst du auch aus. Sie für eine Rescue Mission? I'm here to investigate the disappearance of the great orbital monastery in Enox Hall. Today, I woke up. Ach, Rico. What? Es hört einfach auf? Okay. Sie spricht links oben, aber ich... Okay, es ist scheinbar nicht mehr... Jetzt ist keine Sprachgabe mehr. So. Ich muss das Spiel übrigens auch mit einer Bildschirmaufnahme aufnehmen, weil das irgendwelche Gründe von nix erkannt wird. Von keinem Programm. Es wird wirklich von nix erkannt. So. Your faith must be greater than that of the garden. Mine asteroids to find faith. So funktioniert das nämlich. It is found by reading the Bible fragments. B. You can also find diametric... Das ist eine ganz beschissene... Kann auch Absätze so weit reinpacken, dann kann man das besser lesen. You can also find diamond mine D for the experimental mining laser. Beware cherubium C, but they will drop fuel on destroy. Wow, was kommt denn da? Oh Gott, okay, ich spiele mit den Pfeiltasten. So, was kann ich drücken? Z? Mit Z schieße ich. Wer hat sich denn auch so eine Steuerung ausgedacht? Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu leise. Ich mach's, glaube ich, gleich tatsächlich noch mal ein bisschen lauter. So, ich kann die hier kaputt machen, dann kriege ich dafür was. Kriege ich dafür Faith, weil so funktioniert das. Man bekommt immer Faith, indem man Asteroiden zerstört. Würde ich auch im Real Life mal so probieren. Oder muss ich jetzt einsammeln? Nee, dann gehe ich kaputt. To find Faith. It is found by reading the... Achso, ich muss B drücken dann. Hä? Was willst du von mir, Spiel? Ich kann nicht kaputt... Ah, ich kann die auch kaputt... Kriege ich denn so Schaden, oder? Was steht denn da DMT hier? Kann ich das abschießen? Ich check gerade nicht so ganz, was abgeht. Ich drück mal C. Und D? Es passiert bei beiden Tasten einfach nichts.
Und B? Da passiert auch einfach nichts. Ach, das schießt auf mich. Alter, wie viele gibt's denn von euch? Ist ein bisschen. Kennt jemand von euch noch das alte Spiel Astero? Ich kann das nicht aussprechen. Asteroiden auf Deutsch, goddammit. Alter Vater, was geht denn hier ab, ey? Hier wird aber, du wirst einfach nichts. Also, das am Anfang kann man nicht als Erklärung durchgehen lassen. Warum ist hier Magensäure oder was auch immer das da darstellen soll? Ach Gott, Kinders, was bist du denn? Ach hier, da kann ich B drücken, oder? Ich möchte das haben. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off and were persuaded of them, then embraced them, then confessed that they were strangers and pilgrims. Ich kann das ganz scheiße lesen. Könnt ihr glauben? On the earth, for they that they say such things, declare plainly that they seek a country. Toll. Geht das jetzt eine halbe bis dreiviertel Stunde so weiter? Ich soll das eigentlich dreiviertel Stunde bis Stunde spielen. Was soll ich hier machen die ganze Zeit? Ich kann die Dinger kaputt machen. Dann machen sie mich kaputt. Verstehe aber nicht so ganz. Ja, ich verstehe. Nicht so ganz, ich verstehe eigentlich relativ gar nichts. Aber immerhin habe ich ein Radar, was mir anzeigt, wo ich hin muss. Das finde ich schon mal ganz praktisch. So, warum kriege ich zwischendurch. Was steht denn DMT? Für Schaden? Und wie soll ich mein Fuel wieder auffüllen? Weißt du, ich könnte ja jetzt erwarten, okay, dann lese ich halt diesen Text nochmal da unten. Aber diesen Text kann man nicht lesen, weil der ohne Absätze gesprickt ist in der behindertsten. What the fucking hell? Ist das ein riesiges Stück Kauknochen für einen Hund? Nee, was bist du? Was bist denn du? Und wie komme ich hier weg? Wie riesig ist denn das? Das ist eine Nase. Warum ist deine Nase? What the fuck? Mann. Warum ist denn das? Warum dreht sich das? Boah, Junge, ich bin der Master auf Ausweichen. Ach, lol, ich bin schon drin. Ja. Ja. Warum hört die Bitch da oben links denn nicht einfach mal auf zu reden? Was will die von mir? Das provoziert mich ein bisschen, dass die nicht. Warum ist denn hier. Was ist denn das Rot? Ach, hier ist einfach nur eine Barrikade. Ich dachte, das wäre irgendwie Säure oder so. Magensäure im Weltall. Kennt man ja. Hier, zack, dich mach ich kaputt. Was ist denn Garden? So, ich lese mir das jetzt nochmal durch. So, died in faith, not having. Wer ist denn this all? Ach, das ist ja gar nicht mehr der gleiche Text. Ich kann ja gar nicht. Was macht denn B und D und C und. Was macht das denn alles? Ich jetzt mir was. Ach komm. Hier, kann ich die denn. Was ist das? Soll ich denn mit denen machen? Hab ich verloren? So. Greater than that of the garden. Achso, ich muss den Garden quasi. Wer ist denn der Garden? Ist der Garden das, was mir hier gerade diese Nase, die mir entgegengeflogen ist? War das der Garten? Weil nur die Harten kommen in den Garten? Faith, it is. To find faith, it is found by reading the Bible fragments. B. So, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier mal so einen geilen Asteroid kaputt mache, die aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr auftauchen. Wo sind denn die hin? Hier, die werden mir ja angezeigt. Putz, 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 putz. Krieg ich denn ein Faith dazu oder passiert überhaupt irgendwas? So, hier, zack. Was soll, wie soll ich. Wie? So habe ich Faith abgezogen bekommen. Wie gewinne ich denn Faith dazu? Was muss ich denn mit denen machen? Und warum ist die Hitbox so kacke? Das ist doch keine Hitbox. Wie kriege ich denn hier das fucking Faith? Mit B? Ja, aber. Hä? Ich verstehe nicht so ganz, wie ich das. Es kann gut sein, dass jetzt auch meine Dummheit. Ach, da ist es. Ich fick dich, du Bibelfragment. Wherefore? Holy Brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. Ja, das war Moses' Haus. Und der hat erstmal den High Priest considered. Das ist eine richtig geile Geschichte hier. Generell, Bibel ist ja auch Bestseller. Ich verstehe immer noch nicht, warum die von der Bibel nicht irgendwann mal einen Director's Cut herausgebracht haben. Den musste ich doch super verkauft haben. Oh Gott. Alter Vater. Ah, noch eins. For the blood of all bulls and of goats and the ashes of an heifer? Heifer? Wort kenne ich nicht. Sprinkling the unclean, sanctify,
wird wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen. Ich kenne das Wort nicht. To the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit of offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works. What the fuck? Und was ist dieser behinderte Kackgarten? Und wieso habe ich auf einmal 490 Faith? Wieso geht mein Faith immer hoch? Ich verstehe es halt wirklich nicht. So, jetzt habe ich aber wenigstens mal verstanden, was mir die Zeichen hier sagen soll. Da ist ein Bibelfragment. Da ist ein Bibelfragment. Ich fahre jetzt ab jetzt immer nur zu den Bibelfragmenten. Weil ich habe das Gefühl, dass ich weiß, was ich vorhab. Ach, fickt euch doch alle hier, die scheiß Asteroiden, ey. Warum tauchen hier denn immer mehr auf? So, wie groß ist denn diese Kackmap eigentlich? Mir auch nicht angezeigt. Habe ich gerade eins aufgesammelt? Ich lese das jetzt nicht mehr vor, das ist mir auch zu blöd. Hier passiert halt viel zu viel auf dem Bildschirm. Außerdem ist es 4 zu 3. Warum bist du 4 zu 3? Warum benutzt man für so eine Art Schrift die behindertste Schriftart, die du auf so einem Untergrund packen kannst? Und dann benutzt man noch nicht mal als Absätze oder so. Nein, man packt das einfach nur alles in der behindertsten Schriftgröße nebeneinander. Boah. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich mich hier drüber aufrege. Aber es ist fucking 2 Uhr nachts und ich will... Oder halb 2 ist mir auch egal. Und ich will eigentlich will ich einfach nur schlafen, weil ich morgen früh raus muss. Aber ich dachte mir, okay, spielst du halt am Advent selber, weil vielleicht... Weiß ich auch nicht, warum ich mir das gedacht habe. War eigentlich eine scheiß Idee. Vielleicht muntert sich das Spiel auf. Vielleicht ist es ja in gewisser Weise lustig. Aber nein, stattdessen muss ich mir ertragen, wie diese dumme Bitch da links oben die ganze Zeit mit mir redet. Ohne dass ich irgendwas höre. Warum? Vor allem, was labert die denn die ganze Zeit? Warum krieg ich schon wieder was? Ja, ich lasse erstmal keinem Mann was sagen. Das finde ich eine richtig gute Idee. Kannst da oben auch mal die Fresse halten. Die redet schon wieder. So, ich habe 760. Ich sammle jetzt nur dieses Bibelstücke. Ich lese die auch nicht mehr vor. Wieso habe ich verloren? Hatte ich kein View mehr? Habe ich zu viel Damage bekommen? Was soll denn DMT überhaupt stehen? Der Matt? Bist du Metzger? The Matt? Warum gibt es so wenig Fuel? Das ist einfach nur dämlich. Und wie kann ich das Fuel denn refuelen? Beware Cheribium. C. Es passiert nix bei C. Nix. Außer du willst damit nicht sagen, dass ich das... Ach, der sagt... Ah, jetzt verstehe ich das, was der meint. Meinen die mit B einfach nur dieses... Buchzeichen oder was? Aber es ist ja kein B, was da in meinem Radar durch die Gegend fliegt. So, jetzt muss ich suche jetzt mal nach einem C, damit ich Fühl bekomme. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss die scheiß Tasten drücken. Weil ich dachte, das sind halt Tasten, die ich drücken muss. Weil wenn ich schon mit C schieße, kann auch sonst noch für die Steuerung da sein. Ach Gott, Kinders, ey. Okay. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie ich Faith bekomme. So. To find Faith. So, da ist nämlich schon mal ein D. Ein D heißt... ein Mining Laser. Ich möchte einen Mining Laser haben. Also, ich folge dem D. Ich dachte, das B, was da in meinem Radar rumfliegt, steht für eine Bibel. Also für ein Buch. Dass das so ein Buchzeichen wäre. Dann habe ich es jetzt verstanden. So, hier wird nichts mehr auf meinem Radar angezeigt, Schnuckelchens. Kann ich hier nicht die Type links oben abschießen? Hier, mitten ins Gesicht? Ist das überhaupt eine Type oder ist das ein Typ? So, hier ist ein C. Außerhalb der Map. Ich fahre jetzt einfach, bis der D auf mich zukommt, ey. Komm mal her, D. Ich möchte ein Experiment im... Ja, hier. Schieße ich jetzt stärker? Nein? Toll. So, hier ist ein... Hier ist Faith. Habe ich es kaputt gemacht? Ich habe es kaputt gemacht. Hier ist noch ein Bibelfragment. Das steuert sich auch echt nicht so schön. Also man sollte meinen... man sollte so ein... ein Spiel, was sich über Pfeiltasten steuern lässt, irgendwie ohne Delay spielbar machen, aber nein. Hat nicht so gut funktioniert. Oh Gott im Himmel. So, ich möchte jetzt, möchte ich eigentlich mal... Das Ding, dieser Garten kommt... Alter, wie fett ist denn der Scheißgarten? Warum zieht man das so ultra viel Faith ab? Da muss ich wieder Mirror's Edge spielen hier nach. Das war einen schlechten Namenswitz gebracht auch noch. Alter Vater, hier fliegt auch nur Scheiße durch die Gegend. Ist das eigentlich das Einzige, was in dem Spiel passiert? Oder gibt es ja auch irgendwie noch was anderes? Es gibt ja auch... Ich habe ja auf Steam schon gesehen... Oder... dass es halt echt einen fucking zweiten Teil hiervon gibt. Das muss ja bedeuten, dass sich das eigentlich irgendjemand gekauft hat. Das ist doch kein B, was da durch die Gegend fliegt. Diese Fucknase hier, die irritiert mich ohne Ende. Wo ist denn jetzt das scheiß Bibelstück? Da ist es. Was habe ich denn verloren? Die Anzeigen waren doch beide nicht unten, oder? Was habe ich denn? War jetzt das Fuel down? Nein, oder? Habe ich so viel Faith verloren?
Wenn mein Faith auf 0 droppt, was schreit die oben links sich denn zusammen? Ach, ich verstehe das Spiel nicht, Kinder. Ich habe vor allem schon 15 Minuten gespielt, reicht das nicht? Ich möchte mal irgendwie was anderes erleben hier. Also irgendwie was vielleicht Spannendes. So, ich folge jetzt dem D. Muss ja gleich irgendwann mal wieder auf dem Radar auftauchen. Ich schieße währenddessen die ganze Zeit, damit ich auch bloß in nichts reinfliege. Hier ist nämlich wieder fucking Garden. Oder Garden, oder wir nennen den jetzt einfach Gardin. Vielleicht, weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht männlich, auch wenn der Zinken in seinem... Ich möchte nicht sagen, Gesicht sehr männlich aussah, falls es überhaupt eine Nase darstellen sollte. Ach, hier ist noch. Ach so, die Asteroiden, da kommen die Bibelstücke raus. Ach so, jetzt habe ich es auch mal verstanden. Gut, das war zugegebenermaßen wahrscheinlich eher meine eigene Schuld, dass ich das nicht gecheckt habe, als die von dem Spiel. Da war auch hier so ein geiles Ding. Also ich muss die wirklich zerstören, okay. Okay. Verständliche Designentscheidung. Ich habe sie gefunden. Die eine in dem Spiel. Das war sogar leicht skillig, wie ich den gerade aufgesammelt habe. Da war ich jetzt auch ein bisschen stolz auf mich. Ach. Dass sich das halt echt noch beschissener steuern lässt als so manch. Ich spiele ja generell sehr, sehr viele, sehr, sehr gerne JRPGs. Und davon sind halt vor allem die kleineren Titel oft pottenhässlich. Also das schon. Also ist wirklich pottenhässlich. Das könnte man ja sogar noch mit einem guten Stil her abstempeln. Da sind halt manche echt schon schlimmer. Aber die lassen sich sogar noch besser steuern. Und solche kleinen JRPGs lassen sich nicht gut steuern. So viel kann ich euch sagen. Sowas wie. Das heißt, Chantilis lässt sich sogar einigermaßen steuern. Aber da ist halt sowas wie Kamera und so der absolute Krampf. Aber hier ist halt. Hier ist halt schon einfach. Ist das simple Pfeiltastendrücken ein absoluter Krampf, ey. Weil es halt echt verzögert reagiert. Und ja. Ist auch, naja. So, ich mache jetzt hier alles kaputt, was mir in den Weg fährt. Ich möchte das jetzt tatsächlich auch mal gewinnen. Ich habe aber nur noch 97 Fuel. 70 Fuel. Ich verliere aus irgendeinem Grund DMT, von dem ich immer noch nicht weiß, was es bedeutet. Und im Prinzip möchte ich eigentlich nur Fuel. So, möchte ich jetzt hier fast schon stehen bleiben. Bist du Fuel? Du warst nicht Fuel. Ich möchte hier fast schon stehen bleiben und warten, bis irgendein Asteroid an mir vorbeifliegt. Denn ich sammle ja auch die ganze Zeit im Sekundentakt Faith. Ist ja auch logisch. Weil warum auch nicht? So. Du siehst aus wie Fuel. Bist aber wahrscheinlich kein Fuel, ne? Bist kein Fuel, ne. Ich sammle aber weiter im Sekundentakt Faith. Soll ich jetzt hier stehen bleiben? Oh! Und ausweichen. Okay, ist ein Bibelfragment. Das gibt mir nochmal... Okay, das mit dem. Okay, jetzt habe ich ein richtiges Problem, glaube ich. Ich kann jetzt warten, bis ich auf 1035 bin, tatsächlich. Wenn ich das richtig sehe, das steigt ja die ganze Zeit. Mein wunderschönes Faith rechts und so lange weiche ich halt aus. Bitte weiche ich halt auch nicht aus, weil so wichtig ist es ja scheinbar gar nicht. Ja, dann warten wir jetzt ein bisschen, ne? Ich finde es ein schönes Spiel. Ich finde, vom Stil her geht's sogar. Also, das, was. Bis auf diese hässliche Schriftart und dass halt sie da oben links nicht weggeht, warum auch immer sie durchgehend mit mir redet, finde ich, sieht das Spiel sogar einigermaßen okay aus. Also habe ich halt, das ist halt ein Pixelart, den man eigentlich benutzen kann, finde ich. Man hätte es halt, wie gesagt, ein bisschen leserlicher gestalten können. Vor allem da unten, weil das ist einfach nur Horror, sich auf irgendwas zu konzentrieren und dabei noch dieses Giftgrün ohne Absätze zu lesen. So, dich mache ich auch kaputt. Ich glaube, da war Fuel, aber das ist mir jetzt egal. Ich hab's ja fast, ne? Ist ja jetzt gar nicht mehr so weit entfernt, dass es mit dem Faith klappt. Insofern, ja, den da oben schieße ich auch noch ab. Oh, der kommt direkt auf uns zu. Ja, komm, wir haben's fast. Wir haben's doch fast. Ich möchte sehen, wie es weitergeht, das Spiel. Das ist, hat mich bisher super gepackt von der Story. Warum blinkt das? Oh. Auf the Chasm. The Chasm. Ich hoffe, das ist nicht zu leise für euch, aber ihr verpasst auch nicht so viel.
Was heißt, die Entwicklerin selber das wahrscheinlich gerade vorliest? Oder die Tante von dem Entwickler? What the fucking hell geht... Wie schnell soll ich denn reagieren, Kinders? Ich krieg schon wieder Schaden. Wieso krieg ich denn die ganze Zeit Schaden? Warum sind da... Kreuze, die sich... Warum sind das Kreuze, die schießen? Was ist denn hier los? Kann ich auch schießen? Mit Z? Ich kann auch schießen. So, ich baller euch direkt hier alles entgegen, ihr Kinders, ey. Hört sich nämlich aus. Try me. Ich hab auch die ganze Zeit... Ich weiß... Boah, Alter, ist das behindert? Ach, das ist nicht Hintergrund. Ja, ach so, die... Macht den ganzen Scheiß halt noch unübersichtlicher. Was geht denn hier ab? Ich habe doch keinen Plan, wo ich hin darf. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß keinen Plan, wie ich den Anfangsdingern hier ausweichen soll, ohne Schaden zu bekommen, weil ich auch scheinbar da unten immer Schaden aus dem Nichts bekomme. Wie weit runter? Ich darf nicht in das Braune da runter, aber wie soll die Scheiße denn dann gehen? So, bisher noch keinen Schaden bekommen. Hat sich schon wieder erledigt. So, ich geh's hier einfach mal sehr, sehr weit nach vorne. Sorry, Kinders, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kann ich ihn auch so hier einfach kaputt rasen, Junge, putz, putz. Manni, was ist denn dieses braune Grützding in deinem Vordergrund? Warum darf ich das nicht berühren? Ist das eine Tropfsteinhöhle oder was ist das? Du wirst halt auch direkt am Anfang schon zugeballert mit sonst was hier. Das ist doch einfach nur komplett behindert von vorne bis hinten. Sorry, Kinder, ihr könnt ihm doch erzählen, was ihr wollt. Wollen das sollte proof this game? Guck mal, noch 3 Leben. Das ist, obwohl ich richtig gut in dem Spiel bin, scheinbar. Ich muss hier runter irgendwie. Habe ich ab da einfach keine Leben mehr? Wo habe ich denn gerade von jetzt auf gleich 3 fucking Herzen verloren? Ach, die macht... Jede einzelne Kugel macht Einzelschaden, natürlich. Sonst geht's euch gut, wa? Es wäre besser, sich einfach Z durchgedrückt zu halten, ey. Das ist, glaube ich, definitiv sicherer für alles, was hier kommt, ey. Jetzt, guck mal, so kann ich auch den besiegen. Das macht das auch erstmal Sinn. So, dann mache ich das jetzt hier für die ganze Zeit. No. No. Oh, ich bin weitergekommen als sonst. Ja, das war's auch schon. Das war's auch relativ schnell schon. Da muss ich jetzt nach vorne. So, jetzt mache ich hier so. Ich komme nie so weit nach unten. Wie soll ich denn so weit nach unten kommen? Das geht doch einfach nicht. Ich kann mich auch nicht nach links drehen oder so. Ja, nee, ist klar, Kinders. Was soll ich denn machen? Heide Witzka. Ey, ohne Spott, das ist schlimmer als jegliche Familie am Weihnachtsabend. Was ist denn hier? Oh, ich hab den unteren. Oh, ich hab den. Oh. 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 Oh, und so viel Leben noch. Und jetzt wird es wahrscheinlich alles am Arsch sein, weil die jetzt hier schon wieder kommen. So, wo? Wo soll ich hin? Wo soll ich da hin? Es gibt doch nicht mal so ein Game Over oder so. Die ganze behinderte Kackmucke läuft einfach durchgehend durch. Meines Leben noch. There's no way I can survive this. Und dann geht denn die Scheiße eigentlich? Und Spaß, ey. Das ist so stupide, behinderte Kacke hier. Ich krieg da halt so oder so, ich krieg da standardmäßig Schaden. Ich habe da keine Chance, irgendwie gegen vorzugehen. So, wenn ich mir jetzt am Anfang hier mal ganz kurz merke, wo diese Kacke herkommt überhaupt. So, dann bleib ich jetzt hier nämlich ein bisschen hinten und dann mache ich weiter. Da, guck mal. Fängst jetzt hier nämlich mit so an. Zack, 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 zack. Funktioniert leider nicht ganz so gut. Ich muss immer unten sein. Ich muss immer hier auf dem unteren Level bleiben, weil nach dem nach oben kriege ich auch anders weg. Dachte ich. War sein Gedanke, bevor er starb. Ach komm, fickt euch.
Warum konnte das Kackding nur noch so viel schießen? Wo habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie soll ich mich hier gegen wehren? In welchem Universum kann man sich gegen so eine Kacke wehren? Ey, komm. Komm, so weit war ich noch nie hier. Kommt nichts mehr. Was bist du? Was ist das denn? Und jetzt muss ich schon wieder hier anfangen. Diese Musik, wa? Diese Kackmusik. Kann ich nicht einfach hier unten bleiben? Warte mal. Dort sehen sie mich immer noch. Aber ich dachte hier einfach nur. Die kann man auch wegmachen. Ich glaube, da sollte ich besser ausreichen. Alter, natürlich! Ja, kann ich mich echt direkt töten lassen. Please. Ich habe keinen Bock damit, einem Herz durch. So direkt runter. Oh Gott, das war zu weit runter. Ja, schon. Ach man, das ist doch wirklich einfach nur. Warte, da ich das Ding auch kaputt mache. Hier, lass mich mal ganz kurz töten. Da ich das Ding da oben auch kaputt machen kann. Ich muss halt nur checken von. Oh, das war schon wieder kacke, weil ich mich direkt nach oben bewegt habe. Ich muss halt ganz schnell checken, von wo ich auch das Kackding kaputt machen kann. Das hier. Weil das geht ja scheinbar auch kaputt. Nur diesmal wollte es halt nicht so reagieren auf mich. Ja. Diese Musik. Mann, das ist gerade echt eine Qual. Das ist doch nicht mehr lustig. Ist nichts Lustiges dran. In dem ganzen Video ist nicht lustig. Das ist allemal besser als der behinderte Kack-Hintergrund-Song. Auch wenn ich das singe. Immerhin ist dieser Kackgarten im Hintergrund. Was auch immer der belästigt mich auch im Hintergrund einfach immer weiter. Da hat er keinen Bock drauf. Rest. So, hier dran vorbei. Das kaputt machen. Ach, gut, machen wir uns halt gegenseitig kaputt. Kein Problem. Fuck, das war nicht guter Run eigentlich. Aber da habe ich halt keine Chance, irgendwie dran vorbeizukommen. Wie soll sich das gestalten, da dran vorbeizukommen? Wie soll sich das denn einfach gestalten? So, hier muss ich irgendwie ausweichen. Frag mich nicht! Frag mich nicht! Frag mich am besten einfach gar nichts mehr. Okay. Okay. Das sieht zu gut aus. Was passiert da oben mit den Dingern? Als ob wir jetzt einfach alle. Als ob das einfach so weitergeht! Gibt's hier wenigstens irgendwo einen Checkpoint? Hier gibt's doch niemals einen Checkpoint. Ach man, und diese Musik. Ach man.
So. Jetzt mache ich das. Ich habe da festes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich das jetzt machen. Ohne Probleme jetzt. Einfach mal machen. Einfach mal machen. An, ohne Damage zu bekommen. Ohne Damage zu bekommen. Ohne Damage zu bekommen. Ohne Damage zu bekommen. Bisschen Damage zu bekommen. Bisschen viel Damage bekommen. So, guck mal, inzwischen kommen wir noch wenigstens hier an. Kann ich dich irgendwie töten da unten, ist die Frage. Antwort lautet nein. Auch gut. Hau, 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 hau. Oh, oh! Alter, ich krieg hier gerade Spastikan, ey. Ich geb gleich einfach auf. Komm, das ist eine halbe Stunde. Das muss aber reichen. Ich glaube, dieses Spiel hat nicht viel mehr. Obwohl ich gerne wissen würde, tatsächlich gerne wissen würde, was das dritte Level ist. Aber da habe ich gerade einfach schlichtweg. Das musst du, das kannst du mich in, kannst du mir in 3 Wochen nochmal sagen. Yo, wolltest du das nicht weiterspielen? Dann kann ich vielleicht sagen, ja. Ja, wäre ganz lustig. Uri Chesum, ha, das war lustig damals, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Das braucht noch so ein bisschen viel Zeit eigentlich. Wenn man das so, okay, ich glaube, ich bringe mich jedes Mal in die beschisseste Ausgangsposition, die ich mich eigentlich bringen kann. Und das kann ich mir nicht erklären, warum ich hier so unfassbar fade die ganze Zeit. Oh, ich bin hier nochmal rein. Man hat sogar nochmal so ein Schwimmerlevel quasi. Das ist eigentlich ganz interessant. So, ich glaube, jetzt habe ich. Ist es eine Taktik, die funktioniert? Ich sag dazu auch einfach nichts mehr, ne? Ich will dazu einfach nichts mehr sagen. Diese Musik, wa? Davon werde ich träumen, aber sowas von. Aber ich verbessere mich ja eigentlich. Ich verbessere mich ja eigentlich. Ist ja alles kein Problem. Ist alles kein Problem. Ich fühle mich schon wie so ein bisschen, ne? Als hätte ich Dark Souls besiegt, hier so freue ich mich beim ersten Level. Das funktioniert jetzt auch bisher wieder ausgeschlossen, ausgesprochen gut, nicht ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist leider gar nichts bei dem Kackspiel. Durch auch direkt wieder 2 Damage von, das ist natürlich größte Clear. So, wie soll ich hier ausweichen? Gar nicht, auch eine gute Möglichkeit. So, jetzt hier wieder, muss ich jetzt rechtzeitig hinkommen. Weil das kann funktionieren. Das kann nicht mehr funktionieren, das funktioniert gerade auch noch. So, dich muss ich doch auch irgendwie besiegen können. Ich kann dich tatsächlich nicht besiegen. Das ist ein schlechter Witz eigentlich. Ganz kurz erwähnen. Als ob jetzt schon wieder die Arschlöcher hier kommen, ey. Ihr seid doch wohl witzlos. Witzlose Wichser seid ihr. Mehr nicht. Ey, komm, hier kommt nichts mehr. Ende? Ende? Was? Was? Was ist denn los? Was ist hier los? Was ist, ich kann gar nicht nach rechts gucken. Schieße ich überhaupt? Alter. Alter Vater, was ist denn hier los? Muss ich überhaupt ausweichen oder muss ich nur den Großen ausweichen? Nee. 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 Wie kann man denn dann noch so behindert sein, noch so einen fucking Endboss dahin packen, ey? Als hätten sie nichts Besseres zu tun gehabt in ihrem fuck Entwicklerstudio da. Das wahrscheinlich noch nicht mal existiert. Gibt's hier Sheets für das Spiel? Ich möchte mal wissen, was das fucking dritte Level ist. Das Spiel gut. Diese Musik, ne? Da kriegst du echt Suizidgedanken. Alter, ist das behindert. Von vorne bis hinten ist das behindert. Dann kommen da nochmal 30.000 kleine Kugeln auf dich zu am Ende, oder was? War das gerade ich den Ernst? So, ich mach das jetzt noch 10 Mal, sag ich. 10 Mal. Nee, nicht 10 Mal, 3 Mal. 3 Mal, 3 Mal ist, glaube ich, eine fairere Zahl für mich auch. Jetzt, ab jetzt noch 3 Mal. So, ich starte schon in der Decke. Ich starte halt einfach schon in der Decke. Und dann gebe ich das auf. Ich finde, 35 Minuten ist eine faire Zeit. Ganz ehrlich, ich werde hier nichts gegen sagen.
ganz beschissen, wie ich auf Englisch bin. Ich bin wieder bei der Phase angekommen, ohne dass irgendwas noch annähernd hier der Realität entspricht, ey. Ist doch ein Fehler in der Matrix jetzt. Beispiel wieder die Kacktypen. Soll ich jetzt alles soll ich jetzt mit einem Leben schaffen, ne? Das ist halt einfach. Der Witz des Jahrtausends schon fast. Und jetzt kommt schon wieder der Typ. Da wirst du doch in der Falle verrückt, ey. Wie zur Hölle soll ich das auch noch annähernd hinbekommen? Wie? 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 Gott, sag mir einfach nur wie. Sag einfach, es ist nicht möglich und ich gebe auf. Warte, ich schieß lieber weiter. Okay, okay. Oh. Ist das Garden? Sword of living water, carve a ladder to the storm. Mein Herz erwärmt sich gerade. Wirklich. Out of the mud and sing their fallen song. But Jesus bottles my tears. Seine Tränen, seine Flaschen. Interessiert mich nicht. Oh, you have dreamed? You will find your friends there. Hanging in the trees? Hä? Was ist hier los? Was soll dieser behinderte Kackeffekt über der Kamera? Warum ist sie aus dem Bild gelaufen? Okay, I don't know who made this game, but they upset my friend. I went to church and my God was good. It doesn't make sense that you want everyone to die. This life is too precious. Like, he's really upset, guys. Where's the option screen on it? There's no options on it. Was passiert hier? Was passiert hier? Pack dein Gesicht vor meinem Computerscreen! Was ist hier los? Was ist denn das? Nenn's mal ernsthaft. Was ist das? Was ist das? Wieso? Ich hab zu viele Fragen. Was ist denn hier los? Die ist doch... Wow. Mein Gehirn kommt da gerade nicht so ganz mit klar, was hier gerade so abgeht. Verily, verily, I say unto you, accept the cord of reed, fall into the ground and die. I... Kann ich nicht lesen. Ach, Kinders. Jetzt ist auch die Musik wieder übrigens ultra laut. Zumindest bei mir. Hier, guck mal, da ist der nächste. Death is swallowed up in victory, ja. Mein Victory ist. Ohne Spaß, ich hau Crash erstmal einen ins Gesicht. Und dann ist mein Victory ganz schön groß. Was soll ich jetzt noch fünfmal machen, die Kacke? Krieg ich dann wieder so ein schönes Video von der etwas dickeren und korpulenteren Dame da und ihrem komischen Mann. Falls ihr Mann war, der aus irgendwelchen Gründen seine Kamera in sein Gesicht in die Kamera halten musste. Was hast du mir hier geschenkt? Ernsthaft. Was hast du mir hier geschenkt? Was? Was? Das ist eigentlich genau das gleiche, was wir gerade auch schon hatten. Von jetzt Level-Design her, meinte ich. Das ist sogar das gleiche, was wir letzte Woche hatten.
Wer mich jetzt behindert. Alter, jetzt muss ich das auch noch unterschiedlich steuern hier. Das ist ja wie bei Curve Fever. Aber mit genügend Anlauf klappt's. Ich finde, jetzt habe ich mal langsam den Typen hier verdient. Den, da ist er doch. For as much then as the children are bad, they get of flesh and blood, your dream is likewise the part of the game. Ah, also ich jetzt echt noch, ich komme, ich versuche jetzt noch die letzten vier auch noch zu machen und dann gehe ich schlafen. Ist ja schrecklich hier. Ist ja wirklich schrecklich. Sorry, Kinders, aber das ist wirklich einfach nicht gut. Obwohl ich finde das, ich finde sogar, so scheiße, ich fand halt einfach nur, dass es zu schwer war. Beide Sachen. Und beide ein bisschen unüberlegt waren. Aber ich fand ansonsten, man kann das mit Sicherheit irgendwie als Kunst abstempeln. Da würde ich sogar einigermaßen einverstanden mit sein, weil es ist schon ziemlich creepy, was hier abgeht. Und eigentlich mag ich so einen Scheiß sogar. Und Leute, die mich kennen, wissen, ich stehe auf japanischen Scheiß und ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt. Das lag meiner DVD-Box vor. Mit dabei. Für, ist auch ein Spiel von Suda 51 tatsächlich. Okinosukes, nee. Irgendwas. Strangest Day. Das ist ungefähr ähnlich. Es ist deutlich mehr abgefallen als das hier, aber es geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, dass es einfach so komplett what the fuck ist, von vorne bis hinten was passiert. Und ja. Tolle Sache jedenfalls. Auch wenn mich das Spiel gerade ein bisschen langweilt, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier durchgehend die gleichen Level durchlaufe, weil es immer das gleiche Design hier ist. Es ist doch jedes Mal das gleiche Level, die... Oder bin ich jetzt behindert? Es sind doch jedes Mal die gleichen Jumps hier, oder? Das gleiche kommt wieder, muss ich nochmal springen oder bin ich bei dem Typen? Oder zweimal springen. Oh ne. Diesmal war es anders. Gib mal einer an. Frage ist nur, wie anders? Der dreht sich halt schneller. Ist aber, wenn er sich hier was dreht? Kann ich jetzt hier nicht laufen? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich kann jetzt doch nicht mal mehr springen. Wo soll ich denn hin? Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Das ist bei mir nie gut. Orientierung ist generell schon nicht so mein Ding. Hä? Was ist denn hier los? Ich habe leider auch kein Wort von dem verstanden, was die da gesagt haben. Aber haben die gerade ihr eigenes Spiel bemerkt, dass er da reinkommt und sagt, that's rubbish, no, where's the options menu und so ein Kack? Ich habe das echt nicht gecheckt. Wahrscheinlich hat er noch nie in dem Spiel so weit gespielt wie ich. Komm. Ach komm, eigentlich sind es 45 Minuten, oder? Ich komme hier nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, deshalb verabschiede ich mich jetzt gleich einfach. Von meinem Leben. Von Videospielen im Generellen, ey. Gott, ist das hier strange gewesen und ärgerlich und kacke. Und hier hat Rico halt echt einfach fucking 5 Euro für ausgegeben. Ich meine, ich habe für Bastis Spiel auch 5 Euro ausgegeben, aber das hat er wenigstens noch... Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. So, ich versuche jetzt mal nach Dingen zu gehen. Nach hier. Ich glaube, das ist auch der richtigere Weg. Ich weiß gar nicht, warum ich den letzten Mal nicht versucht habe zu gehen. Ich glaube, hier bin ich nämlich nicht falsch, wollte ich gerade sagen. I'm the God of Abraham and the God of Isaac and so on and so on and so on. So, jetzt weiß ich wenigstens den kompletten Weg. Also so schwierig dürfte es jetzt eigentlich nicht werden. Eigentlich. Das Schöne ist, das ist doch schon quasi hier, oder? Oh Gott, jetzt habe ich es verkackt. Das ist doch hier sogar der Weg. Also ich verstehe gar nicht, warum ich falsch gegangen bin, angeblich. Hä? Okay, ich habe den Weg doch nicht verstanden. Ich habe hier gar nichts verstanden in dem Spiel. Diese Musik, war, die fuckt echt ab. Ich muss es ganz einfach... Vor allem dieser komische Effekt im Hintergrund. Dieses... Was ist das? Das klingt sowas wie behindert und es provoziert einfach nur. Es provoziert meine Nerven. Und davon habe ich eh nicht mehr so viele. Nee. Können wir das demnächst irgendwie auch ausschildern oder so? Das wird mir mein Leben ein bisschen so vereinfachen. Ach, da ist er ja. He is the image of the invisible god, the firstborn of every creature. For by him were all the things created that are the heaven and that are invisible. So. Oh, jetzt fühle ich, dass ich niesen muss. Das wird nicht besser hier. Der Tag wird nicht besser.
Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Gefühl, fall einfach 3 Minuten, irgendwann kommst du schon bei Jesus an. Ja, da ist er, nämlich. So, das ist meine Meinung davon, meine Interpretation des Spiels. So, ich möchte diesen letzten Factory finden, meine letzte Botschaft von Miss Madame Compulent und ihrem Mann, und dann kann ich ja bitte auch dankend ins Bett gehen. Beziehungsweise ihr könnt dankend abschalten. Und vielleicht noch ein Abo oder Like da lassen. Je nachdem, ob es euch gefallen hat. So, wo ist denn hier? Fucking Tree Jesus. Ist doch schon wieder der gleiche Weg wie beim ersten Mal. Den ich bis jetzt zumindest gerade gehe. Wie ich wahrscheinlich auch wieder anders hätte gehen können, aber ich habe die Karte schlichtweg einfach nicht gemerkt. Die wird. Muss man hier echt bis zum Außenrand gehen? Schneller ist zum Leiterrand geht, oder ist das nur Placebo bei mir? Ist das nur Placebo oder ist das tatsächlich so in der Demo? Ach, fuck it. Ich möchte nur den fucking letzten Jesus hier finden. Jetzt. Tu mir keinen Zwang an hier. Ist ein bisschen verwirrend teilweise, die Sicht, aber da habe ich mich tatsächlich schon dran gewöhnt. Das finde ich eigentlich auch ein cooles Konzept. Kann man mit Sicherheit sogar coole Jump'n'Run-Elemente draus machen. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Diese Stelle kenne ich. Aber anders. Oder? Ich glaube, ich versuche gleich einfach wieder meine Falltaktik. Ich falle einfach so lange. Oh, da ist er. Death is swallowed up in victory or death. Where is the soul? Er redet halt noch leiser. Das Spiel ist immer von beschissen gemixt, ich höre auch nix. Ich sehe auch tatsächlich dadurch, dass die das nachts aufgenommen haben, sehe ich auch nix. Das ist eine tolle Leistung. Thank you for the love. Wer hat euch Love gegeben? Ach, ey. Junge, man sieht dein Gesicht, aber ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, dass man sein Gesicht nicht sieht. Ich frage mich halt, wenn man sowas macht, dann kann man sich doch wenigstens eine gute Kamera kaufen, oder? Oder man macht es zumindest im Licht. Das ist ja schon mal so eine Idee, die man haben könnte, ne? So, wenn man sich selbst aufnimmt, so gute Lichtverhältnisse, so. Könnte man mal benutzen. Würde ich so auf Platz 2 stellen, neben Kameraqualität. Vielleicht hier noch irgendein Filter drüber. Sieht so aus, als hätten die da irgendeinen Filter drüber gelegt. Den legst du über Emulatoren, wenn du irgendein altes Gefühl haben willst. So sieht dieser neue dieser neue Nintendo NES, sieht der Filter so aus. Dieser Oldschool-Filter sieht genau so aus. Nehmen wir jetzt nur dein Gesicht, hättest du jetzt das Maul oder was? Jetzt verspricht er sich auch noch. Ach Gott, ey. Und dafür, wie viel Geld haben die denn dafür verlangt? Ich glaube, Rico hat sogar irgendwas erzählt, dass die das mal für 10 Euro drin hatten. Dass ich dann gedacht habe, nee, das können wir nicht bringen. Da hätten wir wenigstens 10 Euro bei guten Lichtverhältnissen hätte ich vielleicht gegeben, ja? Aber bei schlechten Lichtverhältnissen, nee, geht leider nicht. Kann ich nicht bringen. Was labert er? Was laberst du? Was laberst du? Ich will da doch alles gar nicht wissen. Die Bibel interessiert mich tatsächlich so relativ null. Ich bin kein sonderlich religiöser Typ. Alter, ist das creepy. Alter, ist das creepy. What the fuck ist hier noch? Was? Was? Was ist hier los? Mann, es ist 2 Uhr 9 und auf einmal kommen solche Geräusche und das kommt und was ist los? Was ist hier los? Oh Mann, was hast du denn für Zähne? Oh, nee. Ja, lass mal mein. Loading? Wie lange loadest du denn? Für was loadest du vor allem? So.
Wollte mich eigentlich nur verabschieden, aber auf Escape gedrückt, das ist scheinbar... Ach, ich darf jetzt wieder Z drücken. Warte, wäre ich denn jetzt wieder am Anfang oder wäre ich da, wo ich stehen geblieben bin? Ich werde da, ich bin am Anfang oder was? Okay, dann drücke ich nochmal SC. Hallo, ich will SC. Okay, dann drücke ich halt gar nichts. So, ich verabschiede mich jedenfalls. Ich hoffe, ihr habt früh noch abgeschaltet, weil dann habt ihr dieses schlimme Dinge nicht gesehen, was auch immer das am Ende war. Mir hat es definitiv keinen Spaß gemacht. Auch wenn ein bisschen Freude dabei war, als ich die drei Level jeweils geschafft habe. Fand ich toll, war ein Erfolgserlebnis. Hänge ich mir auch an die Wand, eine Urkunde. Aber einmal und nie wieder. Rico, ich hoffe, du verzweifelst an deinem Kackspiel, was du bekommst nächsten Advent. Müsst ihr auch auf jeden Fall einschalten. Hab jetzt vielleicht kein Wort mehr mit ihm reden. Definitiv. Außer mit, ich werde ihm ab jetzt nur noch mit Bibel, Versen und Psalmen und so weiter, werde ich ihn nur noch anreden. Ich werde kein normales deutsches Wort mit ihm sprechen, habe ich bisher zwar auch nicht getan. Das liegt aber eher an meinem Wortschatz und weniger an dem Spiel hier. Und ich würde sagen, ja, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns sehen, wir werden uns mit Sicherheit nochmal irgendwie hören. Bis zum nächsten Mal, tschüss!